Yo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen LS19 Video hier auf meinem Kanal. Ihr seht jetzt schon, vor der Feuerwehr Königsberg, also vor der Feuerwache 1, steht gerade unsere Straßenmeisterei. Die wollte ich euch heute in diesem Video mal vorstellen. Kurz vorweg zu den Downloads, da das ja sich immer gewünscht wird. Also, den Sprinter hier von der Straßenmeisterei, den könnt ihr auf baustellenmods.de runterladen und den Fiat Ducato könnt ihr dort auch als Sprinter-Version, als Straßenmeisterei-Version runterladen. Die Unimogs, die sind leider privat, da wir die Rechte dafür bisher noch nicht haben, aber die Rechte werden wir in Kürze anfragen und dann schauen wir mal. Cool, so, jetzt zu den Fahrzeugen, also ihr seht hier, ne, insgesamt haben wir 5 verschiedene Fahrzeuge hier stehen. Ich sage extra 5 verschiedene Fahrzeuge, weil die Unimogs sind ja auch etwas anders. So, wir können gerne mal mit der Vorstellung des ersten Unimogs anfangen. Ich habe es ja schon im letzten Video gezeigt, was wir hier für Möglichkeiten haben. Wir machen mal kurz hier den automatischen Motorstart wieder aus, damit wir hinterher auch hier, sage ich mal, und Umleuchten anmachen können. So, ja klar, hier, ne, fährt sich sehr, sehr gut. Hat auch dementsprechend diese Rundumleuchten. Einmal die KLX oben und dann hier schöne Frontblitzer in gelb-orange, was wirklich sehr schick aussieht. Können wir gleich auch nochmal gerne bei Nacht uns angucken. So, aber sonst, die anderen Funktionen kann ich euch gerne an einem der anderen Unimogs hier zeigen. Wir nehmen mal den mit den Gitterboxen. Weil das Thema Bauhof Weber habe ich natürlich im LS19 nicht vergessen. Deswegen sind wir auch da aktuell bei, vom FEKB Modding Team hier eine Straßenmeisterei aufzubauen. Grüße gehen übrigens raus an Dusty, der hier diesen Unimog ready gemacht hat. Echt cooles Gerät, muss ich schon sagen. So, und nehmen wir mal an, wir wollen jetzt irgendwelche Gehölzarbeiten machen. Dann fahren wir einfach zu der dementsprechenden Einsatzstelle. Mal kurz einen Ort finden, wo man Gehölzarbeit machen könnte. Sagen wir mal, dieser Baum hier müsste weg. So, können wir hier einfach Rundumleuchten anmachen. Und jetzt kommt der spannende Part. Ihr seht, hier ist ein Leuchtkreuz drauf. Ne? So, jetzt gehen wir mal in die Innenansicht und jetzt seht ihr hier von Nissan diese Fernbedienung. Das ist eine Originalfernbedienung. Da haben wir Bildmaterial von jemandem aus dem Modding-Team bekommen. Danke gehen raus an Kai. Und dann haben wir hier so eine wunderbare Fernbedienung, die wir auch bedienen können. Die haben wir extra hier, damit man auch überall rankommt. Normalerweise, klar, ist die eher an der Seite, aber in diesem Fall wollten wir sie dann hier haben. Also ihr seht jetzt zu den verschiedenen Begriffserklärungen, ist eigentlich schon selbstverständlich. Hier klicken wir einfach drauf. Huch, das war die falsche Taste. Taste Minus habe ich das, glaube ich, eingestellt. Seht ihr? Dann fährt die aus. Das steuern wir alles über diese Fernbedienung. So, dann machen wir jetzt hier einmal die Flasher an. So, funktioniert auch prima. Und dann, gut, normalerweise müssten wir jetzt hier ein X machen oder besser gesagt, Pfeil nach links. So schaut das dann aus. Aber wir können auch gerne den Pfeil nach links mal kurz ausmachen, damit ich euch das andere noch zeigen kann. Wir können das X hier hin machen. Und hier, ihr seht es, ne? Das sieht viel, viel besser aus als jetzt im LS17. Weil hier haben wir den großen Vorteil. Ihr seht es, ne? Im LS17 war die Blitzfrequenz anders, aber hier haben wir jetzt so eine geile Blitzfrequenz, was auch wirklich der Realität entspricht. Dafür könnt ihr schon mal einen Daumen nach oben da lassen und gerne einen Kommentar schreiben, wenn ihr das geil findet. Und in den letzten Tagen habe ich sehr oft gelesen, hey, wann kommt denn mal ein Warnanhänger? Ich habe mir das jetzt mal angeguckt. Ich denke mal, da wir ja jetzt auch hier die Straßenmeisterei haben, wir müssen da sowieso noch einen Hauptsitz für bauen, geht ja auch schnell, wird es auch eine Warnanhänger-Version geben mit ungefähr diesen Features. Cool, so, wir machen einmal das X aus und machen dann einmal Pfeil nach rechts an. Da sieht er auch, funktioniert einwandfrei, also wirklich sehr geil. Sehr, sehr geil. Gut, so, aber wir wollen das so lassen. Klar, für die, die den Unimog noch nicht kennen, wir haben ja hier verschiedene Animationen. Wir haben hier eine Tür, die aufgeht. Ich würde jetzt einfach mal so behaupten, dass das der geilste Unimog im LS19 ist. Was denkt ihr? Ich glaube ja. So, die Tür können wir natürlich nicht von hier aus schließen. Ist ja im echten Leben genauso. So lang ist unser Arm nicht. Klar, hier Innenraumbeleuchtung, Dachluke,
Fenster zum Lüften, wenn mal der Beifahrer furzt. So, machen wir mal wieder runter. Ja. Und natürlich hier Federung, seht ihr ja. Gut, jetzt gerade nicht, weil hier gibt es ja nichts, wo irgendwas gefedert werden muss. Jetzt habt ihr es gesehen. Dann steigen wir mal eben aus. Machen die Tür hier zu. Okay. Ja, und klar, das können wir jetzt halt auch noch alles öffnen, ne? Wenn wir jetzt, sage ich mal, irgendwas hier reinschmeißen wollen. Wir haben, sage ich mal, den Baum hier gefällt. Ups. Dann können wir das da direkt reinwerfen. Und dann letztendlich zum Wertstoffhof bringen. Cool. Ja, das ist der Unimog hier. Gibt es natürlich auch noch ohne diese Gitterbox. Wenn wir uns mal hier durchswitchen, seht ihr dann hier. Ist auch sehr cool. Kann man natürlich auch beladen mit allen möglichen Objekten, die auch fixiert werden. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen zu diesem Unimog. Ich finde ihn halt sehr, sehr geil und ist eins der besten Fahrzeuge, würde ich jetzt einfach mal behaupten, im LS19. Einfach, weil der geil ist. Okay, ja, hier Fiat Ducato, machen wir auch mal kurz noch. Hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten, Konfigurationsmöglichkeiten im Shop, wo ihr dann auswählen könnt, ob ihr lieber so klassische Rundumleuchten haben möchtet. Oder wir haben ja auch hier, vom lieben Minewars ist der, wir haben ja auch hier die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, wir möchten die Revolution Flash und die Revolution Dynamic. Können wir halt alles auswählen. Ich kann es mal kurz kaufen. Natürlich ohne Arbeitsscheinwerfer oder mit. Oder wir sagen einfach, gut, wir möchten überhaupt keine Rundumleuchten. Dann können wir das natürlich auch machen. So. Nein, das ist nicht der Wagen. Hier ist er. So. Dann schaut das so aus, als Flash. Und einmal, ja, wir sehen nichts, als Dynamic. Also je nachdem, was euch besser gefällt, könnt ihr das natürlich dann umkonfigurieren. So, hier ganz normal, klar, vom Bauer Weber, ihr kennt es. Die Straßenmeisterei-Version, auch ein sehr schickes Fahrzeug. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt, was demnächst noch so Schönes kommt. Weil das Modding-Team schläft eigentlich fast gar nicht mehr. Wir sind hier wirklich momentan in einer Massenproduktion, sage ich mal. Unter anderem auch, um das 200.000 Abo-Special vorzubereiten, was ein Modpack für euch sein wird. Und wenn ihr uns da irgendwie unterstützen möchtet, dann könnt ihr einfach den Kanal von mir euren Freunden empfehlen und einfach die Videos gucken, ein Däumchen da lassen, ob positiv oder negativ. Ist mir eigentlich egal, wenn es euch gefällt. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch nicht gefällt. Gebt einen Daumen nach unten oder ihr lasst es. Mir ist das im Prinzip egal. Aber es sieht dann halt immer ganz cool aus, wenn ich sehe, okay, das Video oder die Mods, die da jetzt in dem Video behandelt wurden, gefallen zum Beispiel 90% der Leuten und 10% nicht. Dann weiß ich, okay, das wäre vielleicht ein Mod, wo man gucken könnte, ob der mal zum Download kommt. Ne? Ist ja verständlich. Und Kommentar, klar, ich lese gerne Kommentare, kann wieder Herzchen verteilen. Also wer ein Herzchen möchte, schreibt jetzt mal einen Kommentar. Und dann verteile ich mal ein paar Herzchen. Cool, ja, wie gesagt, wir haben momentan noch keine Unterstellmöglichkeit hierfür, aber das werden wir in Kürze dann auch noch alles machen, so als weiteres Projekt. Und die nächsten Feuerwehreinsätze werden dann auch in Kürze kommen. Cool, das war's dann mit diesem Video. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dahin, euer Benny.